Ich möchte euch gerne unseren Muckli-Fußsack vorstellen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ganz am Anfang kann man hier in diesem Säckchen hinten reinlängern. Dann hat man hier die Schnur, dass man die Mumie vormachen kann, so sie die Kinder wunderschön einpackt und das ganze Köpfchen schön warm. Die Schnur tut man wieder innen als Sicherheitsbänder hinten rein. Dann habt ihr die Möglichkeit, wenn es etwas warm wird drinnen, dass ihr hier auftun könnt. Dann tut man den Reissverschluss ein bisschen auf. Dann kann ich das Teil runterklippen. Und auf dieser Seite auch runterklippen. Dann bleibt es ganz leicht offen. Wenn jetzt das Kind gewachsen ist, grösser wird, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich den anderen Reissverschluss, den Aussenreissverschluss brauche. Das wird der ganze Sack breiter. Also da kann man das Kind bis zum Schluss, solange es im Kindergarten ist, hat es hier völlig genügend Platz drin. Dass, wenn sie später auch etwas grösser werden und gegen unten rauswachsen, hat man die Möglichkeit, dass man hier auftut, dass sie die Füße rausnehmen können. Dann habe ich da hinten einen Klettverschluss dran, wo ich das schön umklappen kann. Dann kommt es einfach unten her. Und so können sie die Füße rausnehmen, wenn sie Stiefel haben, völlig warm genug. Jetzt von den Materialien her, da hat man ganz, ganz gut aufgeschaut. Man hat hier so die Leuchtbänder dran. Da sieht man auf 100 Meter, wenn man kommt zu fahren, sieht man, dass da etwas ist. Das ist mal ganz wichtig für den Verkehr im Winter. Dann inwendig haben wir unser bekanntes Mucki-Gesicht. Das besteht aus einem Mikro-Teddy. Der Mikro-Teddy tut die Feuchtigkeit des Kindes wegtransportieren, dass, wenn sie es ein bisschen zu warm hatten, dass sie wieder wirklich schön trocken sind. Dann haben wir in diesem Bereich unsere Mucki-Tex-Membrane. Die ist temperaturausgleichend und nimmt auch die Feuchtigkeit weg vom Kind. Dann haben wir in diesem Bereich ein Vlies, das schön da in diesem Bereich, in dem Nierenbereich, im Beckenbereich der Kleinen, der zusätzlich ein bisschen warm ist. Und unten nachher haben wir extra so einen Teil gemacht, dass, wenn sie später auch mit den Schuhen reinkommen, die ein bisschen dreckig waren, man nicht den Sack immer direkt waschen kann, dass man einfach hier noch ein bisschen abputzen kann. Ja.